Zu deiner ollen Fee gehen. Halt den Mund! Und dass ihr beiden mir ja die Wahrheit sagt. Es kommt ja sowieso raus. Und ihr wisst doch, Lügen haben kurze Beine. Pinocchio, glaube mir, das Ganze ist ein großes Missverständnis. So ist es, ein mistiges Missverständnis. Schluss jetzt! Ich bitte meine Freundin, die gute Fee, euch in Schweine zu verwandeln, nur damit ihr es wisst. Von mir aus gut, ja, ja, aber lass uns doch erstmal zu Atem kommen. Und was essen? Wir haben nämlich Hunger, ja. Wir können nicht mehr weiter. Wir fallen um, Rumsbums. Es geht beim besten Willen nicht mehr. Nicht einen Schritt weiter geht es. Hey, guck mal, da drüben, da hängt ein Bienennest. Was? Wo, wo? Da drüben an dem Ast, siehst du es nicht? Oh, tatsächlich, in der Tat. Und das hübsche Nest ist voll süßem Honig. Ach, und er ist ja so gesund. Ach, das wäre jetzt was. Nicht Honig! Weiter geht's! Natürlich, das ist Pinocchio. Pinocchio ist wieder da. Er ist da, er ist da. Pinocchio kommt. Er kommt nach Hause. Hast du Pinocchio gesagt? Ja, doch, ja. Und der räudige Fuchs und der Straßenkater kommen auch. Jetzt verstehe ich. Darum hat er uns warten lassen. Ja, ja, er ist den räudigen Fuchs und den Straßenkater holen gegangen. Darum war er so plötzlich verschwunden. Bestimmt haben die beiden wieder was ausgefressen und Pinocchio will, dass du sie bestrafst. Ja, so wird's sein. Vielleicht hast du recht, aber vielleicht hat er sich auch nur mit den beiden herumgetrieben. Dann kann er aber was erleben, der Galgenstrick. Dann verpassen wir ihm eine Abreibung, an die er noch lange denkt. Ich laufe mir meine kleinen Plattfüße noch platter, nur damit ich ein gutes Wort für ihn einlegen will. Und das ist der Dank. Ich bin dafür, dass du ihm einen Heuschnupfen oder sowas... Schreck. Wo das Haus war, steht jetzt ein Grabstein. Fräulein Fee, wo bist du? Ich habe Angst. Sei leise, Gina, sonst hört uns Pinocchio noch. Wieso? Weshalb? Weswegen? Wo bist du? Du musst nicht schreien, ich verstehe dich sehr gut. Quack. Ich bin ja direkt neben dir, ich habe mich nur ein bisschen unsichtbar gemacht. Ich habe mir nur so gedacht, es kann nichts schaden, wenn wir ihm einen kleinen Schreck einjagen. Natürlich bin ich nicht tot. Aber die Sache bleibt unter uns, Gina. Hast du gehört? Oh ja, oh ja. Nicht einen Schritt weiter kann ich mehr gehen. Ich auch nicht. Ich bin tot. Los, weiter jetzt, weiter. Wir sind doch gleich da. Dort drüben steht das Haus von meiner guten... Hä? Ich glaube, ich träume. Das Haus ist verschwunden. Das gibt's doch nicht. Hess. Gina, was ist passiert? Wo ist die Fee? Ich habe die beiden da mitgebracht. Die sollen beweisen, dass ich nämlich unschuldig bin. Warum sagst du nichts, Gina? Wo ist das Haus geblieben, Gina? Ein Grab. Und wer liegt in dem Grab drin? Ach, da steht ja was draufgeschrieben.
Ihr tut ein liebes Mädchen deinen letzten Schlummer, es macht ihr Pinocchio immer zu viel Kummer. Das heißt, mit anderen Worten, meine Fee ist tot. Aber was habe ich denn gemacht, dass sie sich so gekummert hat, dass sie vor Kummer gestorben ist? Da kannst du doch fragen, weil du immer wieder weggelaufen bist und weil du nie auf das gehört hast, was sie gesagt hat. Aber ich habe nie im Traum daran gedacht, dass sie deswegen mal sterben könnte. Jetzt aber schnell verschwinden. Ja, los, los, weg, weg. Halt, was machst du denn? Warum ziehst du denn so? Du bist doch zu dämlich. Ich wollte ja gleich kommen, aber dann haben mir der Fuchs in der Karte erzählt, dass mein armer Chimpanzee so krank ist. Da habe ich so Angst um den Alten gehabt, dass ich gleich hingelaufen bin, aber der war gar nicht da. Ich habe ja nicht ahnen können, dass du dich so darüber grillst, dass du stirbst. Das ist ja ein Baum, das Ganze. Liebe Fee, wenn du mich wirklich gerne hast, dann werde ich wieder lebendig. Ich will auch ganz artig sein. Eigentlich haben wir bloß Pech gehabt. Geben wir uns wenigstens den Honig holen, ja? Ja, der Honig, der könnte mich vielleicht retten, aber ich kann ihn nicht holen. So, dann werde ich ihn eben alleine essen müssen. Nein, es geht mir recht gut. Ich komme mit. Ich bin ja nur ein Kater und kenne mich mit Mäusen besser aus. Aber ist das nicht ein Wespennest? Wespen, sagst du? Oh, ich habe gehört, wenn die einen stechen, das soll sehr unangenehm sein. Du hast recht, es sind wirklich Wespenkater. Ach was, Wepsen hin, Wepsen her. Komm, wir holen uns jetzt schnell den Honig. Komm, 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 ich kann es kaum dran machen. Nicht albern, wenn Honig. Ich so eine Wespe stich, dann bekommst du Kopfschmerzen Honig, und eine Honig, Beule Honig. So groß wie ein Kürbis. Was? So schlimm ist das? Ja, aber wir werden trotzdem nicht darauf verzichten, mein Lieber. Aber du hast doch gesagt... Komm, ich habe eine Idee. Aber du läufst ja in die ganz falsche Richtung. Zum Honig geht's doch da lang. Jetzt bin ich ganz allein auf der Welt. Der alte Geppetto ist weg und jetzt auch noch meine gute Fee. Ich will auch sterben. Was sterben willst du? Ja, ich will nicht mehr leben. Bitte, bitte, gute Fee, mach eine Zauberei, damit ich sterbe. Nein, nein, Pinocchio, sowas sagt man nicht. Lass mich, Tina, lass mich, ich will sterben. Hörst du das? Er sagt, dass er sterben will. Ich hör's ja, aber was kann man da tun? Ganz einfach, mach mir nur alles nach. Es ist alles nur unsere Schuld. Wir sind schuld daran, gute Fee. Und Pinocchio ist ein guter Junge. Ja, nein, nein, ich kann es einfach nicht mehr ansehen, wie der Kleine sich kämpft. Ja, ein Jammer, ein Jammer. Ja, der arme, arme Junge, ganz alleine auf der Welt. Kein Geppetto mehr und keine Fee mehr. Komm schnell wieder her, bitte. Es ist ja nicht zum Ansehen. Bitte antworte mir doch, wo bist du? Hier bin ich, Gina. Was ist? Warum rufst du nach mir, Gina? Na, hörst du denn nicht, wie sie alle zum Stein erweichen heulen? Was soll ich denn tun? Ich will dir sagen, was du tun kannst. Du beruhigst jetzt Pinocchio und gehst mit ihm den alten Geppetto suchen. Ja gut, mach ich. Und lass dich durch nichts davon abbringen. Hörst du? Pinocchio! Pinocchio! Was ist? Weißt du, was wir jetzt machen? Wir beide gehen jetzt zum Hafen am Blauen Meer und suchen den alten Geppetto. Welchen Geppetto? Hast du, undankbarer Bengel, den alten schon vergessen? Ich habe nur einen Moment nicht an ihn gedacht. Dafür hast du ja mich, dass ich dich dran erinnere. Und jetzt machen wir gleich, dass wir hier wegkommen. Ja, gut, Gina, sind wir, komm. Also dann... Hey, Pinocchio! Pinocchio, warte auf uns! Wo bist du und deine Freunde hin? Ach, auf Straßenkarte, los! Ach, wenn dir mal schlecht! Warte doch, Pinocchio! Du, hör mal, bis zum Hafen am Blauen Meer ist es aber sehr weit. Findest du den Weg dahin überhaupt, ha? Geh du nur schön Schritt für Schritt weiter und hör nicht auf den. Wie kann so eine kleine Ente nur immer so viel steckern? Du solltest mir auch mal alleine im Dunkeln begegnen, Liebste. Aber Spaß beiseite, weiß der Kuckuck, wie viele Wochen das dauert, bis wir endlich am Hafen sind, Pinocchio? Es ist mir egal, wie lange das dauert. Und du steig mir auf den Hut. Kröten, Gift und Spinnenbein. Was zauberst du jetzt auch? Nichts damit zaubern, Pinocchio will den Alten suchen gehen. Tja, wenn die beiden erstmal wieder zusammen sind, dann können wir sie nicht mehr einzeln aufs Kreuz legen. Ich hab's. Ach, der Pinocchio. Ach, immer dieser Hast. Mir ist gerade eingefallen, wie man im Handumdrehen schwupp
schwuppdiwupp an jeden x-beliebigen Ort auf der Welt kommt. Was du nicht sagst, wie geht denn das? Ich glaube, ich habe euch beiden nie was von einem großen Geheimnis erzählt. Vom wunderbaren Wald, wo der wunderbare Baum wächst. Wenn du von dem Baum einen Ast abbrichst und als Stock benutzt, bringt er dich überall dahin, wohin du willst. So einfach ist das. Nein, wie praktisch. Also ehrlich, sowas Dummes habe ich noch nie gehört. Der lügt doch, dass sich die Bäume biegen. Ja, weißt du denn nicht, aus was für einem Holz dich der alte Geppetto geschnitzt hat, Pinocchio? Es stammte selbstverständlich von diesem wunderbaren Baum. Tatsächlich? Na, hör mal, ist das vielleicht alltäglich und nicht wunderbar, dass du als Holzpuppe laufen und sprechen kannst? Es ist ein Wunder. Ich kenne viele Puppen, die sind alle unbeweglich und stumm. Habe ich nicht recht, Kater? Alle Puppen, die ich kenne, sind stumm. Also versuchen wir es doch gleich mal mit dem Stock vom wunderbaren Baum. Das ist eine prima Idee. Lass dich nicht wieder foppen, Pinocchio, sei auf der Hut. Du misch dich da gefälligst nicht rein. Wir sagen die Wahrheit. Jedes Wort ist wahr. Du wirst doch nicht im Ernst auf eine so dumme Ente hören, hm? Ja. Ach was, überleg doch nicht lange. Gehen wir. Nein, Pinocchio, geh nicht mit, die schwindeln. Ich glaube es ja nicht, aber ich sehe mir den Baum doch der mal an. Der ist es wert, dass man ihn sich ansieht. Sag ich doch, du wirst ein blaues Wunder erleben mit dem wunderbaren Baum. Warte nur, wir sind gleich da. Ja, gleich sind wir da. Es wird auch Zeit. Man nennt ihn auch den Baum mit den fliegenden Stöcken, weil die einen wie im Flug überall hinbringen. Ach, wie schön wir jetzt ein Hühnchen, meinetwegen ein Kaninchen, braun und knusprig durchgebraten. Hm? Schwuppdiwupp von Ort zu Ort, führt das fliegende Stöckchen dich fort. Viel besser wäre ein Kaninchen. Oh, ich habe den wunderbaren Baum gefunden, Leute. Siehst du, das ist er, der da drüben. Stimmt's, Kater? Jawohl, das ist der Baum. Ja, denk nur, aus dem Holz von dem Baum bist du geschnitzt worden. Ist das aber ein großer Baum? Natürlich ist der groß. Das ist ja auch der berühmte Wunderzauberbaum. Der ist schon über 5000 Jahre alt, wie man sich überall erzählt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 5000 Jahre. Ich möchte bloß wissen, wer dir das erzählt hat. Du Dummkopf, das hat uns doch der alte Geppetto erzählt, wie er damals das Holz für Pinocchio vom Baum abgesägt hat. Richtig, richtig. Jetzt weiß ich's wieder. Der Alte hat damals etwas vor sich hingebrummelt und wir haben ihn dabei belauscht. War es nicht so, Fuchs? Wie bitte? Och, Kater, dein Gedächtnis wird auch immer schlechter. Es stimmt allerdings, dass wir unter dem Baum ein Nickerchen gemacht haben und dann kam der Alte. Ja, und wie der da so kam und kam, da haben wir so fest geschlafen, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass der gekommen ist. So war das. Unter diesem wunderbaren Zauberbaum schläft es sich nämlich wunderbar, weißt du? Ach, ich hab ihn sehr wohl kommen sehen. Nur du hast geschlafen. Ich hab ihn auch vor sich hin murmeln hören. Darum weiß ich das alles so genau. Halt endlich den Mund, du Trottel. Und ich bin aus dem Holz von dem Baum geschnitzt? Ja, der Alte hat damals gesagt, aus dem Holz schnitz ich du mir mein Pinocchio zurecht. Du sollst den Mund halten, hab ich gesagt. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich aus diesem Holz gemacht bin. Aber Pinocchio, wenn ich's dir doch sage. Also mal sehen. Welchen Ast brechen wir nun ab als Zauberstöckchen? Das Dumme ist, ich kann nicht gut klettern. Lass nur, das mach ich. Ha? Tu das nur. Oh, dicker Baum. Nein, nein, da drüben nicht. Ich würde lieber auf dieser Seite den unteren nehmen. Ja, der, wo das Nest voll Honig dranhängt. Ach, knurrt der Magen. Der, auf dem du stehst, ist auch nicht schlecht. Aber der andere, der ist vielleicht besser. Ah ja, meinst du? Meinst du den hier? Mhm. Genau den. Nur noch ein Stückchen weiter vor. Dort, wo das Nest dran hängt. Welchen denn nun? Der so links rüber geht. Den hier? Ja, ja, der. Den brich ab. Hier geht ein Stück beiseite. Diese alberne Fragerei hin und her. Inzwischen falle ich um vor Hunger. Fällt aua. Ein Bein auf die Nase kriegst du, Dummkopf. Ja, immer fester, er hat schon gekracht, er hat schon geknallt. Auf und runter. Gut so. Gut so, nur weiter, 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 gleich ist er. Ab, noch ein bisschen. Nun lass dich mal nicht lumpen, streng dich ein bisschen an. Du wirst doch einen so kleinen Ast abbrechen können. Jetzt falle ich gleich. Eieiei, das tut ganz schön weh. Was hat die Taube? Was hast du denn? Hm?
Lass die dumme Taube, wir wollen doch Geppetto suchen. Dafür brauchen wir den Zauberstock. Ja, stimmt, brich den Ast ab. Du musst keine Angst vor mir haben, ich tu dir nichts. Was fehlt dir denn? Wasser, gib mir Wasser, Wasser. Die Taube will Wasser trinken. Lauft schnell zur Quelle und holt welches. Wasser ach, holen muss das dazwischen. Sein. Man kann nicht drum, beeilt euch. Müssen wir eine Taube vor dem Verdursten retten? Man sollte sie kurzerhand verspachteln. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Wenn wir ihm kein Wasser holen, holt er uns nicht das Nest vom Ast. Eine Hand wäscht die andere. Ja, ja, schon gut. Das Dumme ist, dass das Wasser fließt. Doch, es fließt doch aus der Hand. Ja. Ich möchte bloß wissen, wie wir das hinbringen sollen zu der Taube. Halt, was machst du denn da? Du kannst mir doch nicht einfach meinen Paletot ausziehen. Ach, hab dich nicht so. Du hast hier noch einen Pelz an. Eine Unverschämtheit. Rede nicht so viel, halt lieber fest. Was denn jetzt? Machst du ihn auch noch nass? Na los, worauf wartest du? Ah. Hast du kapiert, hä? Nasse Füße habe ich, das ist alles. Und den Mantel voll Wasser haben wir. Oh, darauf wäre ich nie gekommen. Wir haben das Wasser! Mein schöner Mantel, pitschenass. Das dauert doch Stunden, bis der wieder trocken ist. Da, bitte. Danke, Gina. Ich glaube, das reicht erstmal. Lass bloß nicht los, du. Nein. So, bitte. Dann halt ihr, los her damit. Es ist viel zu wenig. Habt ihr nicht gehört? Ihr müsst gleich noch welches holen. Na, hör mal, wir haben doch aber schließlich... Ich will dir mal was sagen. Du wirst gar nichts sagen. Denk an den Honig, tut um Kopf. Richtig, richtig. Wir tun's gern. Keins mehr. Jetzt sammelt schnell Holz für ein Feuer. Feuerholz, ja. Naja, schön. Aber da ist es kalt. Oh, wie mir der Magen knurrt. Und da oben hängt der Honig. Mir reicht's jetzt auch. Los, steh auf, wir holen uns jetzt das Nest. Gut gesagt, ja, aber wie? Nichts einfacher als das. Jetzt schlafen die Wespen doch, wir überrumpeln sie einfach. Ja. Na, diese fabelhafte Idee hat dir wohl die Sprache verschlagen. Wann wirst du dich endlich daran gewöhnen, dass ich der Klügere von uns beiden bin? So fabelhaft finde ich die Idee nicht. Die werden alle aufwachen und uns stechen. Daran habe ich doch längst gedacht. Wir nehmen das Nest mitsamt den Wespen und werfen es in den Bach. Dann ersaufen sie und wir können den Honig schlecken. Ich sag's doch immer wieder, dumm kann man ruhig sein. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ich gebe ja zu, es klingt fabelhaft. Manchmal frage ich mich wirklich, was du ohne mich machen würdest. Tja, ich müsste wohl zu den Menschen gehen und Mäuse fangen. Dass ich nicht lache. So, dann wollen wir mal. Steigst du rauf, ja? Stehst und nicht rumpackelst. Ja. Hier, wenn ich runterfalle, du. Ich bin fast dran, noch ein Stückchen. Woher soll ich die Kraft nehmen? Ich habe seit heute früh nichts mehr gegessen. Vergiss das nicht. Gut so, ich bin dran. Nicht wackeln jetzt. Außerdem friere ich wie ein Schneider. Mein Mantel ist immer noch nicht trocken. Mach schnell, mir zittern schon die Knie. Mir wird schwarz vor Augen. Ich kann nicht mehr. Beeil dich oder ich lass dich fallen. Hör auf, so rumzubrüllen. Willst du, dass die Wespen aufwachen? Oh, ich bin am Ende meiner Kraft. Na, halt still. Mir verschwimmt alles vor den Augen. So, fertig, ja? Ja, fertig. Ich bin auch fertig. Ja? Steh still! Lass nicht fallen! Hilfe! Sie stechen! Meine liebe Fee, sie ist tot. Das habe ich nicht gewollt. Pinocchio. Ach so, ihn piekst das schlechte Gewissen und er träumt von ihr. Bitte komm wieder, liebe Fee. Du bist das? Sie ist wieder gesund, siehst du, Gina? Ach ja! Weißt du was, Gina? Ich glaube, wir haben ihr das Leben gerettet. Ja, mein Kleiner, du hast mir das Leben gerettet.
Das werde ich dir niemals vergessen. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Da sind noch mehr, schau. Danke, das reicht. Ich habe genug, ich bin satt. Die Pavian schaffst du schon noch. Bist du auch wieder ganz gesund? Kannst du wieder fliegen, ja? Aber ja, sicher. Pass auf. Ich habe wieder Kraft in den Flügeln. Was? Ja, die beiden haben dich angeschwindelt und haben doch die Wahrheit gesagt. Es ist wirklich ein Zauberbaum, in dem ich gewohnt habe, und ich bin eine Zaubertaube. Und weil du so lieb zu mir warst, bringe ich dich schnell wie der Wind überall hin, wo du willst. Das trifft sich gut. Wir sind nämlich unterwegs, um den alten Geppetto zu suchen. Wir haben gehört, dass er in einem Hafen ist am Blauen Meer. Bringst du uns dorthin? Natürlich, wenn ihr wollt. Kommt, ihr beiden, macht es euch auf meinem breiten Rücken bequem. Und dann brausen wir los wie der Wind und suchen den alten Mann, ja? Ja, das machen wir. Ja, das wird lustig. So, jetzt. Das heißt, es kann losgehen, ja? Haltet euch gut fest. Von mir aus kann's losgehen, wir dir keine Federn raus. Los geht's, alles zum Hafen am Blauen Meer. Sieh mal, wie klein da unten alles ist, Gina. Es ist eine wunderschöne Reise durch die Luft auf der Taube, die Pinocchio und ich machen. Nur haben wir keine Ahnung davon, dass unten auf der Erde der räudige Fuchs und der Straßenkater mit uns um die Wette laufen. Das heißt also, dass wir die zwei Bösewichte nicht so schnell loswerden. Völlig erschöpft ist die Taube in einem alten Haus gelandet. Und als sie ausgeschlafen hat, beraten wir uns mit ihr, wie wir es nun anstellen sollen, den alten Geppetto zu finden. Aber ob uns das schon in der nächsten Geschichte gelingt, wissen wir nicht so genau. Auch wenn Pinocchio jetzt schon vor Freude Luftsprünge macht.